Hallo liebe Leute, willkommen zu dem Spiel Last Epoch. Ich spiele gerade in Last Epoch ein Paladin. Ich spiele allgemein Paladin eigentlich, wenn es in einem Spiel vorhanden ist. Aber in diesem Spiel, ich merkte, Paladin ist richtig wahnsinnig sehr gut. Also der ist wirklich, also OP zu sagen ist zu viel, aber gut zu sagen ist auch zu wenig. Der ist wirklich sehr gut. Wenn man richtige Skillung nimmt, dann der ist perfekt. Das hier will ich ja nicht unbedingt ein Guide machen, also so eine Spiel zeigen, wie das Spiel alles, aber ich will nur einen kurzen Überblick verschaffen, und zwar was für eine Skillung ich nehme. Zum Beispiel hier nehme ich, also ich kann auch den Namen Holy Aura, Rebuk oder Rebuk, was man immer nennen will auf Englisch. Smite ist mein Haupt-Damage-Skill übrigens. Hier ist Judgment, aber diese Skill ist nur bei mir. Das ist eigentlich eine Melee-Skill, Melee-Fire-Skill. Aber da kann ich durch dies Richteus, Degree, was immer das heißt, ist viermal Smite casten. Das ist really, really, very, sehr gut. Was ist really? Ey, sorry, auf Englisch wieder dieser Modus. Das ist wirklich sehr gut. Wenn du AoE Damage machen willst und gleichzeitig auch viermal Smite deine Hauptskill casten willst. Nur da entsteht das Problem, der ist vom Kosten her 40 Mana. Im Moment habe ich nur wenig Mana. Vielleicht im High Level wird das mehr, dann wird das einfacher. Weil als diesem Charakter brauchst du viel Mana für Siegel. Deine Siegel sind sehr, sehr wichtig. Das sind die geben dir Blockchance, die geben dir Mana-Regeneration, die geben dir, Entschuldigung, Mana nicht, aber die geben dir HP-Regeneration, die geben dir auch noch Damage. Ja? Deswegen, also wenn man hier guckt, in den HP-Regeneration, wenn es auf Englisch ist, dann sagen wir mal auf Englisch, Health-Regeneration, dann, wenn ich caste, dann guckt ihr, behalte das Auge, den Health-Regeneration. Ich habe so geskillt, dass ich 5 Stück auf einmal haben kann. 82 Health Regeneration. Dann mache ich Rebecca noch drauf. Dann habe ich 104 Health Regeneration auf einmal. Und der Rebuk, der heilt mich auch so. Ich werde euch zeigen nachher das ganze Skillung. Aber ich will ja jetzt nicht unbedingt einen Guide machen. Ich will ja auch zeigen, wie das Charakter sich so spielt. So, ich bin Level 63. Ich gehe in einen Monolith. In Echo Stage 4. Level 68. Dann mal schauen, wie der sich schlägt. Ich werde euch jetzt beides zeigen. Auch mit Smite. Nur mit Smite. Smite hat seine Vorteile. Er ist eine Range-Skill, Distanz-Skill. Also. Und er nutzt deine HP. Da du aber sehr viel HP-Regeneration hast, HP ist für dich gar kein Problem. Du kannst auch Smite mit niedriger Level spielen. Wenn du aber kleine Monster hast, so wie den hier, kannst du Rebuke nehmen und dann sind die trotzdem tot. Und Rebuk hat bei mir 3,8 Sekunden Cooldown, weil ich habe den geskillt. Ich kann den fast hintereinander Dauercasten. Und die heilt mich und die gibt mir unterschiedliche Bonusen wie Lebensregeneration und. Oder ich kann die Monster richtig sammeln. So wie hier jetzt. Gut, die sind jetzt Range-Monster. Die sind nicht so unbedingt der Beste für diese Kampfstyle. Aber man kann das trotzdem machen. So, guckt mal euch an, jetzt wie das alle drauf gehen. So. Seht ihr, ein Runde ist down. Jetzt gehen wir innen drin. Hallo Leute, lasst mich auch mal was machen mit euch. So, jetzt bin ich da raus. Oder ihr könnt da auch sagen, ja, ich chill auf. Oh, ich chill ein bisschen und ich mache mir alles bequem, ne? So, ohne dass es große Stress haben, dann mache ich mit Smite alles runter. Aber das Vorteil von Smite, wie gesagt, ihr habt immer Mana. Und ihr seid trotzdem gut mit dem Monster töten. So schnell wie Judgment ist es zwar nicht, aber ich werde euch gleich auch den Judgment zeigen. Das Gute an der Rebuke ist, nicht vergessen, ich habe so geskillt, dass es auch Mana in meine Mana-Regeneration auf 100% mehr Mana in Mana-Regeneration macht. Deswegen, wenn ich Mana brauche, dann mache ich auch. Jetzt machen wir mit dem Judgment was. So, jetzt seht ihr. Der castet viermal Smite. Und plus seine eigene Aue, wenn ihr in Feuer Damage geht, dann könnt ihr auch den mit pushen. Aber Melee Damage in meinem Build mache ich ja nicht. Seht ihr, wie schnell das alles geht. Eigentlich braucht man theoretisch auch nicht unbedingt Siegel, weil du hast ja dann genug Damage. Nur das Problem bei Siegel, du brauchst erst das Zeit und noch zusätzlich dann 5 Stack musst du im Auge behalten, dass dadurch brauchst du auch Mana.
So, das ist mit dem Sieger Jutjemand. Wie ihr das spielen will, wenn ihr sagt, okay, ich will jetzt keinen Stress haben, ich will mir so jetzt alles chillen mit Smite, so langsam, na, egal ob du Mana hast oder nicht, kannst du trotzdem casten. Man kann vielleicht irgendwann mal auch sagen, mir mache jetzt einen richtigen Cast-Speed. Dadurch, dann können wir, oh, ich bin falsch in die Ecke, dann können wir Smite auch sehr schnell benutzen. Seht ihr, wenn ich sterben sollte, dann gehe ich wieder direkt auf Revoker. So, nochmal, dann gehe ich hoch. Das ist wirklich immens sehr gut gemacht, der Charakter. Also sage ich mal. So, jetzt habe ich, wo ich nichts casten muss, gehe ich wieder an Jutgement, da machen wir schneller ein bisschen, weil die sind Range-Charakter. So, alle tot. Den will ich ja gar nicht schlagen, also solche Einzelcharakteren kann man, einzelne Mobs kann man zusammensammeln, weil dann macht das auch irgendwie Sinn, wenn du alles zusammen hast. Ein bisschen zäh, der Kerl. So, jetzt gehen wir auf den Endboss. Die, wo das Spiel gespielt haben oder geguckt haben, die Video vorher, wissen ja, wie das geht. Aber dafür mache ich nachher eine eigene Guide. Wenn ihr natürlich auch sagt, okay, ich brauche ein bisschen Hilfe, kannst du bitte den Guide ein bisschen schneller und über diesen Thema oder diesen Thema machen, würde ich auch machen. Das ist auch kein Problem. Da kann ich auch dann sagen, okay, jetzt machen wir den Guide ein bisschen früher als geplant, weil mal ein oder andere das Hilfe braucht. Aber im Grunde genommen will ich erstmal nochmal Level 100 werden und dann eine detaillierte Guide davon machen, weil so. So, jetzt sind wir mit der Dungeon fertig. Dann kommt der nächste Stufe. Der Monolith. Es wird immer schwieriger. Also denkt nicht jetzt, das war jetzt einfach, sondern das sind die Anfangsleveln. Der Monolith wird immer schwieriger. Umso mehr du höher gehst, umso schwieriger wird das natürlich, weil durch die Bonuses und so. Das zeige ich auch euch. Ich sammle jetzt die Rüstung nicht, weil ich denke, ich habe schon Besseres. So, zum Beispiel hier. Also erstmal, wenn du raus bist, also hier ist deine Kiste auch. Da kriegst du auch was. Arena-Schlüssel, da kannst du in Arena. Das ist unendliche Arena. Das gefällt mir auch. Das macht auch einen Riesenspaß. Ansonsten, so, die andere Stoff brauche ich nicht. So, also, wie ihr seht, Echoes of konkurriert und bla bla. 5, der geht, glaube ich, bis ein gewisses Level und dann kannst du eine andere High-Level-Monolith auch einschalten. Oder hier kannst du resetten. Ist alles Mögliche, also, das ist schon ein richtig gut gemachtes System. Ein Ranking habe ich noch nicht gesehen. Wäre nicht schlecht, wenn man ein Ranking davon sehen würde. Ja, mal schauen, aber das ist alles noch Beta, ne? Und ich denke, ich bin in der Hoffnung, dass es auch auf Deutsch kommt. Dann wäre natürlich für vielen einen oder anderen viel besser. Auch für mich wäre besser, wenn es auf Deutsch ist. Muss ich zugeben. Jo, in diesem Sinne, also ich würde sagen, wie gesagt, wenn falls jemand von euch sagt, okay, jetzt würde ich gerne irgendwie einen kleinen Guide haben über den Skillung der Paladin. Ich spiele auch separat eine ein Lichmagier ist das nicht, das ist Nekromanze, nee, wie heißt das genau? Ich muss euch zeigen, einen Moment, gehe ich kurz raus, dann zeige ich euch, warum mache ich das mir so viel Kopf. So. Es ist eine Art, ich zeige euch die Charaktere und wenn jemand dann sagt, okay, ich würde gerne ein bisschen Hilfe nötigen und wäre gut, wenn man eine kleine Guide hat, nach Erfahrung natürlich. Ich meine, es das heißt lange nicht, dass was ich mache, dass das Beste sein soll. Aber ich mag das, ich finde es, das ist einfach, das ist easy. Licht, ja, heißt einfach Licht, nichts anderes. Den habe ich auch auf 57. Blade Dancer habe ich probiert, Spellblade. Ich mag diese Ward-System nicht. Die Ward ist das, was man eigentlich Energieschild gemeint haben. Weil der Ward-System ist hier so, nur der Intelligenz wirkt auf Ward, aber nicht richtig, sondern der verhindert, dass der Ward runterfällt. Das heißt, du hast jetzt 100 Ward, der bleibt nicht stabil, der geht ganz runter. Umso mehr du Intelligenz hast, der kann sein, dass er dann höher bleibt. Ne? Dann bleibt er nicht bei 100, vielleicht, aber bleibt er bei 50 zum Beispiel. Das habe ich noch nicht so richtig aufgefasst. Aber das ist meiner Meinung nach, ehrlich gesagt, wenn ich so frech werden darf, zu dumm gemacht. Ja, Entschuldigung, weil der Ward ist, der steckt mit nichts. Beispiel in der Heilung.
du heilst dich mit Achievement oder was immer ist, dann geht er auch höher, der prozentual. Eine Punkt bringt 4% mehr Heilung. Bei Ward ist, wenn du ein Skill hast, wo 10 Ward gibt, dann gibt er auch nur 10 Ward. Also deswegen spiele ich den nicht weiter, bis das Ward vielleicht gepatcht ist oder geändert ist. Druid ist nicht meins, deswegen habe ich ein bisschen gelevelt auch. Aber wie gesagt, das sind die Charaktere, wo ich im Moment mich beschäftige. Der Paladin, der Lich und dann noch der Druid zwischendurch und Blade-Tänzer, das kommt noch. Da sind die, wo ich mich damit, falls jemand so Hilfe braucht, da kann ich einen kleinen Guide oder je nachdem, wie das Hilfe, wo sich der Bereich befindet, da kann man was machen. Ansonsten würde ich gucken, dass ich dann mit dem erstmal auf 100 komme und dann einen Paladin-Guide mache und dann sieht man ja, was passiert. Wie gesagt, es wird auf jeden Fall auf Deutsch und auf Englisch, obwohl definitiv schon mehr als Videos von dem Spiel geben. Dann wünsche ich euch auf jeden Fall, egal was ihr macht, viel Spaß damit. Und ja, schönes Spiel auch. Mehr kann man ja auch nicht sagen. Tschüss.